Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und es wird auch wieder ein recht kurzes Video werden, das kann ich schon mal garantieren. Also, wir haben ja beim letzten Mal einen Batucera-Stick erstellt nochmal mit NTFS, das hattet ihr ja gesehen. Den habe ich jetzt auch mal hier ein bisschen mit irgendwelchen Scheißdreck hier vollgestopft, also kann man jetzt so nicht sehen, aber hier dann bei Xbox habe ich dann ein paar rein und bei der Wii habe ich ein paar rein, auf jeden Fall ist das Ding voll. So. Und als Antwort für X-Rays, der darauf mal kommentiert hat, ob er seine Partition erweitern könnte. Ja, kannst du. Und zwar leider Gottes nicht so, wie ich mir das erhofft hatte oder gedacht habe. Es geht sogar tatsächlich noch viel einfacher. So, also wir sehen ja, jetzt da ist der USB-Stick voll. So, ich habe aber, kann ich so schon mal zeigen, damit man es schon mal gesehen hat, ich habe hier bei N64 zum Beispiel nichts drin. Ist leer. So. Jetzt machen wir den mal raus. So. Da packe ich auch nichts mehr rein. So. Jetzt stecke ich mal meinen zweiten Stick rein, den ich einfach mal spaßeshalber mit NTFS einfach mal erstellt habe. So. Gehe hier auf ROMs. Also hier habe ich dann zum Beispiel nur den einen Ordner drin, wo ich ein paar Spiele reingepackt habe. Soll ja auch nur zum Test sein. So, und jetzt switchen wir mal ganz schnell zum Batucera rüber und dann zeige ich euch mal was, was total genial ist. So, zurück auf unserer Oberfläche im Batucera habe ich jetzt mal alles eingestellt. Also man kann jetzt hier nochmal sehen, aktuell ist hier kein N64 drin. Hier sind meine Wii-Spiele drin, die ich heraufgepackt hatte auf den USB-Stick, und hier sind nochmal die Xbox-Spiele, die ich raufgepackt habe, so wie ihr eben den ersten USB-Stick gesehen habt. So. Ich habe sonst gedacht, man kann hier über die Systemeinstellungen hier unten, also ganz unten sozusagen, könnte man hier das andere Speichergerät einstellen. Müsst ihr gar nicht, tatsächlich. Müsst ihr nicht, weil man kann sich das ganz einfach machen. Und zwar einmal mit F1 in das System rein. So, wenn ihr den Stick, also oder eure zusätzliche Festplatte vorher angeschlossen habt und die hat NTFS, dann wird sie hier auch angezeigt. Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich den rausziehe und wieder reinstecke, während das Batucera läuft, wird er irgendwie nicht erkannt. Können wir nochmal testen. Schwupp, einmal raus. Er wird noch nicht mal getrennt, wie schön. So, und wieder rein. Jetzt erkennt er es als ROMs 1. Zack. Den mal raus und den auch raus und dann mal hier schließen. Mal gucken, ob es geht. Ich bin testwillig, während ich aufnehme. So, drin ist er wieder, F1 und als ROMs. Okay, er wird auch so erkannt. Also er muss nicht vorher drin sein, wäre aber natürlich schöner, wenn er vorher schon drin ist. So, jetzt habt ihr hier die N64-ROMs, die hatte ich ja darauf gepackt. So, unter normalen Ordner ist er nicht drin. Jetzt gibt es einen ganz simplen Trick, der ist total genial. So, wir nehmen uns die ganzen hier, gehen auf Bearbeiten und sagen neue Verknüpfung und gehen hier auf User Data. Weil User Data ist ja unser Ordner für die ROMs und BIOS und alles, was da so drin ist. Gehen auf ROMs, suchen uns den entsprechenden Ordner, in diesem Fall N64, raus und sagen OK. So, und jetzt hat er uns nämlich hierhin neue Verknüpfungen. Das sind nur Verknüpfungen, die sind, ne, vielleicht mal ein Kilobyte groß oder so. Also größer sind sie nicht. Kann man mal gucken. Aber eigentlich sollten sie nicht größer als ein Kilobyte sein. 512 Byte sogar. Wow, Wahnsinn. So, und ich sag mal, die kann man zu Massen, kann man diese anlegen. Ne? Dasselbe gilt natürlich dann auch, wenn ihr einen PS3-Ordner habt, den ihr dann verlinken wollt, dann verlinkt ihr natürlich den ganzen PS3-Ordner. Ne? Weil dieser Oberordner halt dann sozusagen erkannt wird. So, jetzt gehen wir hier mal wieder raus. Gehen auf Fenster schließen. So, jetzt ist natürlich hier noch nichts drin, weil wir müssen erstmal mit F4 aktualisieren.
So, jetzt, wenn wir hier rüber gehen, haben wir Nintendo 64. Hatten wir vorher hier nicht. So, jetzt gehen wir hier rein und suchen uns mal irgendeins aus und starten das. Und er startet das dann entsprechend von dem USB-Stick, den wir extra angeschlossen haben, oder von der Festplatte oder sonst was, wo wir eben unsere ROMs drauf haben. Ist total easy. Klar, ihr müsst die Verlinkung alle manuell einmal anlegen. Das ist gar keine Frage. Aber ich sag mal, ihr braucht hier nichts speziell formatieren oder sonst was. Ihr könnt ganz normal eine 3TB Festplatte nehmen, könnt die anklemmen, könnt da alle eure ROMs draufpacken und dann könnt ihr den ganzen Scheiß einmal verlinken. Und das kostet euch nicht mehr als 1 KB pro 2 Spiele. Ist doch Wahnsinn. Total genial. So, in diesem Sinne, das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen und wünsche euch dann bis zum nächsten Mal alles Gute und bis bald.